ich bin Simone Eckert. Ihr hört hier ein ganz besonderes Instrument, ein Pare de Sud de Viol. Es ist das kleinste Mitglied der Familie der Violen da Gamba und war in Frankreich im 18. Jahrhundert fast 100 Jahre lang ein regelrechtes Modeinstrument. Die Töchter von König Ludwig XV., die Prinzessinnen Sophie und Victoire, spielten Pare de Sud de Viol und sie waren damit echte Influencerinnen ihrer Zeit, denn viele junge Frauen, vor allem adlige und höhere Töchter, ahmten sie nach und erlernten Pare de Sud de Viol. Ich spiele hier ein Originalinstrument, erbaut in Paris 1748.